So, was haben wir jetzt? Schon wieder. Auf. Du mit deinem Fallschirm springen. Oh nee. Ist jetzt, glaube ich, der fünfte oder so. Das macht doch keinen Spaß. Ja, aber die gehen schnell. Ich lasse mich runterfallen. Tja. Gewonnen 8, verloren 2. Alles klar. Geil, alle 15, ich 10. Oh, der ist nicht ganz einfach, den Punkt zu treffen. Ja, das war nur 10er, schade. Fraglich. Voll ins Wasser gefallen. Wer hat denn jetzt eigentlich gewonnen? Markus. Auch gerade noch so. Ich habe nämlich den Dings verkackt ein bisschen, die Landung. Ich stand Gesichtsklatscher minus 5 Punkte. Ich hab's komplett verkackt, ja. Ich bin komplett vorbei und voll ins Wasser. Für die Arschbombe gemacht. Kann ich, wie das Haus gegangen ist. Natürlich, der verrückte Hutmacher ist wieder vorne weg. Der verrückte Hutmacher. Zweiter, ey, fuck it, Alter. Ich dachte, ich hätte. Ich habe einige Zehner getroffen. Oh, ein Summerin, mal wieder. Das hat letztens auch mitgemacht online. Das habe ich gespielt, da bist du eingepennt. Hm? Natürlich. Ich bin ja ganz grün. Ich hab keine Ahnung. Das ist ekelhaft. Fahrzeuge sind, ey. So schlimm finde ich das schon, dass ich ganz grün werde. Ach, Leichenwagen. Okay. Oh, nee, da ist ja wirklich jemand hinten drin. Du bist im Lila-Team. Oh.
Jo, wie langsam fahren die? Auf der Leichenwagen. Ja, da ist sogar einer hinten drin. Ja, ich weiß. Ich hab den Leichenwagen als Fahrzeug. Warum mit deiner scheiß pinken Flunder hier? Was für eine pinke Flunder? Markus. Da lassen die sich krass schwer fahren. Hm. Hey, du hast den Toten erschreckt. Ja, genau, mit dem scheiß Leid. Warte, hau ab von mir. Hast du jetzt das gewesen, wenn Markus selbst runtergefallen ist? Ich habe mich so ein bisschen gehofft, tatsächlich. Das Problem, der Leichenwagen ist so fett eigentlich, das ist so schwierig, den rauszudrücken wieder. Da mit der Möhre hier. Mit dem Night Shark. Dreht sich halt einfach auch zu viel. Hä? Der dreht sich halt auch einfach zu viel. Jawoll! Weg ist der Leichenwagen. Wortwörtlich. Ja, die Leiche kann abtransportiert werden. Aber das. Ja. Das war ich. Aber. Ja, und hinter, ja. Unentschieden. Aber das war genau. Du musstest echt mit Geschwindigkeit. Alles tot. Ding. Ja, ja. Du musstest in das Ding reinschwingen. Aber Markus war jetzt letzter noch dran. Der hat mich ja noch rausgedrückt. Aber ich konnte mir wenigstens einen Rico noch schnappen. Halbe Stunde. Ja, machen wir noch auf jeden Fall ein bisschen. Wir haben auch wieder gut ein bisschen was geschafft. Also das, was wir echt so lange gehangen haben, mit der Weltuntergangsding-Mission, da haben wir es echt geschafft. Wir sind aber fast durch mit der Playlist, ne? So viel ist es nicht mehr. 6-7 Dinger noch. Mhm. Und dann müssen wir mal gucken, was wir als nächstes machen. Na, das ist ja der komische Leichenwagen hier. Bibi wird gleich wieder mit mir rumbumsen, ja, ist schon klar. Der Bierjung sind alle auf mich, geht der hier vorbei. Was geht hier denn auf mich? Rumkuscheln oder was? Scheinbar. Rumbummen. Rammeln. Herzhaft? Mit dem scheiß Leichenwagen, Alter. Na, Bibi hat geholfen. Ja, ja. Ist klar, ich wollte mich nur mobben. Ja, verhindert mit Absicht, dass ich irgendwas mal gewinne. Hey, wer ist denn Pink? Ach so. Baby. Nee, Markus ist. Markus hat geholfen. Ja, ich dachte, Baby wäre Pink. Oh. Nee, nee. Was gesagt, ich ja ein Pinke Flunder. Ja, den Leichenwagen, den kriegst du ja schwierig raus. Der musst du echt mit Geschwindigkeit treffen. Karussell. Nope.
Ich trifte. Das ist Tokio trifft. Ja, mach's, Mann. Kopfstand. Wenn man den deine Hand hier bewegt sich, das ist gruselig. Was macht der? Der will dich befummeln, Enrico. Oder sich. Eine Todeserektion bereits. Das ist doch der, den man zu Halloween gekriegt hat, ne? Ja. Was macht der Zweiter? Wenn der sich mit dem Arsch da an die Dings presst, damit er nicht erwischt wird, weißt du? Ja, von hinten juckt es ja bekanntlich besser. Das kennt die Yvonne ganz gut. Warum machst du es die ganze Zeit? Deine Leiche ist rausgefallen. Das ist einfach so. Weißt du, dann gewinnt die Leiche, der Leichenwagen da noch, ey. Ja, das ist ja das Ziel, gell? Alle Toten aufzusammeln. Noch so wenigstens gut Abschluss hast. So ein Game. So, letzte Runde oder was? Na, bis einer zweimal gewonnen hat. Na gut. Wer hat jetzt überhaupt gewonnen? Enrico, Markus und das war's bisher, ne? Ja. Das heißt, wenn das letzte wie bei Tronda ablief. Die Folge ging noch sehr, sehr lange. Alter, Kev. Drück mal damit. Halt ab. Danke, dass du mich wieder rausgezogen hast. Weil ich hätte mir noch nachdrücken müssen. Ich dachte mir, ich stelle den Markus schon auf die Hörner, drück den raus, aber ich habe zu früh gezögert. Ach Mann, ich habe Baby gehabt. Ja. Du zögerst immer, auch beim Reinstecken. Ah, ja, das nee, da nicht. Aha. Dein Bug hat mehr Power. Ey, lass uns kämpfen. Komm mal da raus aus der Ecke da hinten. Scheiß Camper. Wir haben gerade getan. Ich bin Salzer. Runter. Auf die Säcke. Ja, ich hab zusammen arbeitet. Ja. Drück mit. Nein, nicht auf mich, auf den Markus. Oh Mann. Ja. Ich wollte da noch schön abstauen, wollte noch mit Schulchen raus. Da hat mir vorbeigeschossen, kommt ja. Nee, ich bin an dir abgeprallt. Ich wollte dich auch an der Seite mitnehmen und dann bin ich abgeprallt bei dir. Was war das bei mir in dir aus? Ja. Aber schade, ich hätte eigentlich haben können. Ich hab den so schön auf den Hörnern.
Und jetzt explodieren die Reifen. Motorschaden, überhitzt. Ja, gleich kommt die Zone. Ich sehe die Zone nicht, das ist, ich sehe nur gelb. Wie so nebeneinander kuschelt. Versucht ihr gerade einfach zusammenzufärben. Aber ich glaube, das Gefühl der Leichenwagen als erster stirbt, weil der länger ist. Weil keiner will einen Fehler machen, weil jetzt jemand jetzt rausfährt, hat das Ding halt verloren. Das sieht so bescheuert aus. Warte, wann passt kein Auto mehr rein? Ja, wie gesagt, jetzt kann nichts passieren. Wobei doch, wenn ich habe mit Rekord Glück, dass der Kreis so klein wird, dass Markus als erstes erledigt wird. Es stirbt einfach keiner. Nee, nee. Doch, oh, geil. Genau das meine ich. 58.000. Ja, war ich doch die richtige Entscheidung, den leichten Level. Alleine heute schon wieder 3 Level aufgestiegen fast. Ja, wir sind halt gütig zu unseren Gruppensklaven. Wie nett von euch. Hab ich schon abgesagt, ich bin auf Platz 4. Gut, das ist falsch umsprungen, das ist halt alles nervig. Ja, bei mir auch der eine falsche Sprung, der, wo ich 0 Punkte geholt, oder 1 Punkt geholt habe. Aber weil ich auch unbedingt wegrammen musste und ich deswegen 3-4 Punkte verpasst habe. So, aber jetzt dann drin.